Ich bin Bettina Waffner vom Learning Lab der Universität Duisburg-Essen und dort untersuchen wir die Implikationen, die die Digitalisierung auf Bildung und auf die Gesellschaft haben und insbesondere auch die Potenziale, die damit einhergehen für das Lernen und Lehren. Was wir tun wollen, ist für E-Learning und das Arbeiten und Lernen mit digitalen Medien zu sensibilisieren. Und in dem Projekt Mainstreaming OER vermitteln wir Kenntnisse über Open Educational Resources und diese Kenntnisse sollen dann in die Bildungsinstitutionen hineingetragen werden. Das machen wir in allen drei Bildungsbereichen, sowohl in Schule als auch in Hochschule und Erwachsenen- oder Weiterbildung. In der Schule sind es hauptsächlich die Multiplikatoren, die Lehrer beraten in den Schulen oder auch die Lehramtsanwärter sind, also in der Lehrerausbildung sind. In den Hochschulen sind es E-Learning-Akteure sowohl aus dem Servicebereich als auch aus den wissenschaftlichen Einrichtungen und in der Weiterbildung sind es zum Beispiel Multiplikatoren an den Volkshochschulen, die hauptamtlich pädagogische Mitarbeiter zum Beispiel. In Großbritannien ist man mit dem Thema OER schon länger unterwegs. Das heißt also, dort hat man schon Erfahrungen gemacht, auch in einem anderen, in bildungspolitischen und kulturellen Zusammenhang. Das heißt, wir schauen uns den internationalen Zusammenhang mal an oder in anderen internationalen Kontexten an, wie mit Open Educational Resources umgegangen wird, was es da für Ideen und Erfahrungen gibt und schauen, was wir da für uns adaptieren können und wo es bei uns möglicherweise noch Lücken gibt, wo wir da Dinge nutzen können. Wir haben vier Bausteine konzipiert, die einzeln voneinander gebucht oder gewählt werden können, die jeweils einen Aspekt immer vertiefend betrachten. Das eine ist, Lehr- und Lernmaterialien rechtssicher zu verwenden. Das berührt natürlich Urheberrechte und Lizenzen und so weiter. Das zweite ist, Lehr- und Lernmaterialien im Netz zu finden. Und das dritte, Lehr- und Lernmaterialien bearbeiten und selber auch wieder teilen zu können, also zu veröffentlichen. Der vierte Punkt ist, die Qualität von Lehr- und Lernmaterialien zu prüfen und zu sichern. Wir starten Anfang März 2017 jetzt mit sogenannten Kurzworkshops, wo es darum geht, Akteure für den Schulbereich zu sensibilisieren für das Thema. Das findet in allen fünf Regierungsbezirken in Nordrhein-Westfalen statt und werden dann nach den Osterferien mit den Qualifizierungsworkshops beginnen. Im Bereich der Hochschule ist es so, dass wir auch da im Mai starten werden. Die Anmeldungen laufen also alle bereits und in der Erwachsenen- und Weiterbildung stimmen wir gerade die Termine ab und werden dann im Herbst mit den Workshops starten. Das Ganze ist die erste Runde und wir werden dann darauf folgend nochmal eine zweite Runde anbieten. Auf der Homepage des Learning Lab der Universität Duisburg-Essen finden sich alle Informationen zu dem Projekt Mainstreaming OER, auch die ganzen Termine zu den Veranstaltungen und dort hat man auch die Möglichkeit, sich anzumelden. Außerdem haben wir auch einen RSS-Feed für Neuigkeiten eingerichtet.